vorgeschlagen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 9a und 9d und ich sehe schon, dass die Plätze getauscht werden. Bitte Sie, das zügig zu tun. Es geht jetzt um die Beratung des Antrags der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dem hybriden Einsatz der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur, dem UNAMID-Einsatz, sowie Beratung mehrerer Vorlagen zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Sudan. Für die Aussprache sind 60 Minuten beschlossen worden. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, Platz zu nehmen und auch auf der Regierungsbank dem nächsten Redner zu lauschen. Das ist nämlich der Außenminister Heiko Maas. Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, das war der Slogan, der allgegenwärtig war, auf Spruchbändern, Mauern und Wänden, als ich im September den Sudan besucht habe. Und es war der Slogan der Freiheitsbewegung, und zwar vor allen Dingen getragen von jungen Sudanesinnen und Sudanesen. Nach 30 Jahren eiserner Diktatur war ihnen das bis dahin sowohl im Land, aber auch außerhalb des Landes kaum Vorstellbare gelungen, nämlich die Unterdrückung des Bashir-Regimes gewaltlos abzuschütteln. Und die Tatsache, dass die sudanesische Regierung im Fall Bashir jetzt die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof sucht, zeigt auch den großen Willen der Übergangsregierung, die Verbrechen der Vergangenheit aufzuarbeiten und damit Vertrauen in der Bevölkerung zu schaffen. Meine Damen und Herren, der Übergangsprozess, in dem das Militär, alte Eliten und die junge Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, der gelingt bis heute, und das für viele überraschend, wirklich gut. Und die politische Wirkung dieses auch in der Region beispiellosen Umbruchs, die geht eben weit über den Sudan hinaus. Viele in Afrika und der arabischen Welt blicken gerade jetzt gebannt und voller Hoffnung auf dieses sudanesische Modell. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nach 10 Jahren Diktatur die politische Transition immer noch auf tönernen Füßen steht. Und hinzu kommen die äußerst prekäre wirtschaftliche Lage und die weit verbreiterte Vetternwirtschaft, immer noch ein Erbe der Bashir-Zeit. All das stellt die noch sehr junge Demokratiebewegung, wenn man genau hinschaut, vor fast unlösbare Aufgaben. Und deshalb waren wir ganz bewusst im September 2019 die Ersten, die nach der friedlichen Revolution in den Sudan gereist sind und dort auch Angebote zur Unterstützung gemacht haben. Es ging darum, deutlich zu machen, wir unterstützen die Übergangsregierung auf dem schwierigen Weg in Richtung Demokratie und wirtschaftlicher Öffnung. Und es ist ein wichtiges Zeichen, dass auch in Kürze der deutsche Bundespräsident nach Khartoum reisen wird. Wie sehr die Verantwortlichen im Sudan gerade auf uns, auf Deutschland setzen, das ist in meinen mittlerweile 3 Treffen mit Premierminister Hamdok sehr, sehr deutlich geworden. Und ein Grund dafür ist, dass wir den Sudan auch während der Bashir-Zeit nie aus den Augen verloren haben. Wir sind seit langem der einzige westliche Truppensteller in der Friedensmission UNAMID. Und schon zu Bashirs Zeiten hatten wir belastbare Gesprächskanäle auch zu den Kräften, die jetzt Verantwortung tragen im Sudan, auch dank eines von uns unterstützten Mediationsprojektes vor Ort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frieden im Sudan und die Wiederbelebung der dortigen Wirtschaft, das sind die 2 großen Prioritäten, die sich die Übergangsregierung gesetzt hat, und auch daran orientiert sich unsere Unterstützung. Was den Frieden angeht, Khartoum hat erste mutige Schritte unternommen, um die Konflikte in Darfur und anderen Landesteilen gemeinsam mit den dortigen Rebellengruppen zu lösen. Das ist wahrlich keine einfache Aufgabe.
Wie weit der Weg allerdings zu einem dauerhaften Frieden noch ist, das haben auch die Unruhen Anfang dieses Jahres in West-Darfur noch einmal gezeigt. Und deshalb hat die Regierung von Premierminister Hamdok anders als die Vorgängerregierung ausdrücklich um eine Verlängerung der Friedensmission UNAMID gebeten. Die von Großbritannien und uns ausgehandelte Sicherheitsresolution und der heute zur Debatte stehende Antrag der Bundesregierung tragen dem deshalb auch besondere Rechnung. Und gleichzeitig, liebe Kolleginnen und Kollegen, arbeiten wir bereits an der Ausgestaltung einer zivilen Nachfolgemission. Denn letztlich die Zukunft des Sudans steht und fällt mit der Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, Transition als politische Aufgabe zu begreifen und diese dauerhaft und nachhaltig zu begleiten. Und das wollen wir tun und heute auch zum Ausdruck bringen. Und der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird genau dazu dem Sicherheitsrat in Kürze eigene Vorschläge unterbreiten. Und wir werden dabei darauf achten, dass die Vereinten Nationen auch in Zukunft die zentrale Stütze im Transitionsprozess und auch bei der Friedenskonsolidierung sind und auch bleiben. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch bilateral werden wir die Aussöhnung weiter flankieren, und das ist auch bitter nötig. Deshalb habe ich Premierminister Hamdok angeboten, dass wir unser Engagement im Bereich der Mediation fortführen, wenn das von sudanesischer Seite gewünscht wird. Und wir haben das Versprechen eingelöst, dass die Übergangsregierung durch die Max-Planck-Stiftung bei der Ausarbeitung einer Übergangsverfassung unterstützt wird. Das findet jetzt statt. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bashir-Regime hat das Land aber nicht nur politisch unterdrückt, sondern es hat es vor allen Dingen auch wirtschaftlich ausgeplündert. Wenn wir nicht wollen, dass die friedliche Revolution an wirtschaftlicher Not und an enttäuschten Erwartungen in der Bevölkerung scheitert, dann müssen wir auch hier ansetzen. Und wir haben deshalb eine internationale Unterstützergruppe Friends of Sudan mit ins Leben gerufen, die das Engagement der internationalen Finanzinstitute und Finanzgeber mobilisieren, vor allem aber auch koordinieren soll. Und in diesem Rahmen dringen wir auch auf eine, und das wird ein wichtiges Thema werden, wenn wirtschaftlich der Sudan eine Perspektive bekommen soll, deshalb drängen wir auf eine vollständige Aufhebung der bilateralen US-Sanktionen, die die wirtschaftliche Entwicklung des Sudans zusätzlich belasten. Und auch um schnelle Fortschritte zu erzielen, setzen wir zudem auf bilaterale Stabilisierungsprojekte, vor allem im besonders vernachlässigten Energiebereich. Auch das ist eine Voraussetzung dafür, um im Sudan wieder eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es sendet ein wichtiges politisches Signal, wenn der Deutsche Bundestag heute beschließt, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit nach über 30 Jahren wieder aufzunehmen. Der Kollege Müller wird dazu auch noch einmal Ausführungen machen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, es lohnt sich, politisches Kapital in die Zukunft dieses Landes zu investieren. Jeder Erfolg, aber eben auch jeder Misserfolg des neuen sudanesischen Modells werden ausstrahlen weit über die Grenzen dieses Landes hinaus. Und deshalb hat Deutschland von Anfang an klargemacht, wo wir stehen. Auf der Seite der Sudanesinnen und Sudanesen, die für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit protestiert haben. Und um genau sie geht es auch, wenn wir heute der Beteiligung an der Friedensmission UNAMID und der Wiederaufnahme unserer Entwicklungszusammenarbeit zustimmen, wozu ich Sie herzlich bitte. Vielen Dank. Vielen Dank, Heiko Maas. Nächster Redner, Peter Bistron für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister, Sie haben das gerade gesagt, wir diskutieren heute die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes
im Rahmen der Mission der Vereinten Nationen UNAMID in Darfur. Die Mission wurde im Jahr 2007 beschlossen und die Bundeswehr wurde für ihre Einsätze im Rahmen dieser Mission bisher vom Bundestag stets mandatiert, seit 2017 auch mit den Stimmen der AfD. Wir machen uns die Entsendung deutscher Soldaten in Krisengebiete im Ausland nicht leicht. Deswegen prüfen wir jede Verlängerung auch eines bereits mehrere Jahre laufenden Mandats sehr sorgfältig. Die UNAMID-Mission ist nicht ungefährlich. Unsere Soldaten sind in einem Krisenherd, bei dem schon eine 500.000 Menschen umgebracht wurde. Und im Laufe der Zeit sind auch 70 Angehörige der Mission ums Leben gekommen. Gerade vor diesem Hintergrund erkennen wir das Engagement deutscher Soldaten in dieser gefährlichen Lage an und danken ihnen für ihren Einsatz fern der Heimat. Bei der Entscheidung über die Verlängerung des Mandats stellen wir uns die Frage, was sind die Prioritäten? Erstens, Schutz der Zivilbevölkerung, Unterstützung der humanitären Hilfe vor Ort und Überwachung der Menschenrechte. Zweitens, Vermittlung zwischen der Regierung und den Rebellen. Und drittens, Vermittlung zwischen Bevölkerungsgruppen in lokalen Konflikten. Wir von der AfD fühlen uns, genauso wie alle anderen demokratischen Parteien auch, den humanitären Zielen dieser Mission verpflichtet. In unserem Grundsatzprogramm bekennen wir uns zu den Werten der Charta der Vereinten Nationen sowie des Völkerrechts. Und in unserem Parteiprogramm sprechen wir uns klar dafür aus, Fluchtursachen zu bekämpfen und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Und gerade in diesem Kontext ist es uns wichtig, dass die Mission zur Stabilisierung der Region beigetragen hat und zur Eindämmung der Migrationsströme aus dem Süden Afrikas nach Europa. Wir begrüßen es auch, dass im Laufe der Zeit die Anzahl der stationierten Kräfte verringert werden konnte, denn es war früher mal die größte Peacekeeping-Mission und mittlerweile wurde sie auf 4050 Blauhelme und 2500 Polizisten reduziert. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass die Krise in Darfur ohne die UNAMID-Mission eskalieren würde und es zu weiteren Migrationsströmen kommen würde. Unter der Berücksichtigung aller dieser Faktoren spricht sich die AfD für die Fortsetzung der deutschen Beteiligung an UNAMID aus. Und lieber Herr Minister, Sie haben das schon angesprochen, die Mission läuft dieses Jahr aus. Es werden neue Diskussionen angesetzt und Sie haben gesagt, Deutschland ist das einzige europäische Land, das sich an der Mission beteiligt. Wir würden das sehr begrüßen, wenn gerade in diesem Kontext die so viel beschworene europäische Solidarität greifen würde und wenn es Ihnen gelänge, zumindest die Franzosen zu überzeugen, dass sie sich mitbeteiligen würden. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner, der Minister Dr. Gerd Müller. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über einen neuen Sudan. Außenminister Heiko Maas hat dies angesprochen. Nach 30 Jahren jetzt eine zivile Übergangsregierung. Premierminister Abdallah Hamdok, den ich genau vor einer Woche am Donnerstag letzte Woche in Khartoum getroffen habe, er hat eine hoffnungsvolle Agenda eines Verfassungsprozesses, ausgerichtet auf demokratische Strukturen, die Zulassung von Parteien, das Ziel von Wahlen, ganz besonders wichtig die Verankerung der Gleichstellung von Frau und Mann, denn diese Transformationsentwicklung haben insbesondere junge Frauen im Sudan auf den Weg gebracht, die wir unterstützen wollen. Markus Gröbe, die Achtung der Religionsfreiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind sein Ziel. Und deshalb ist Deutschland und Europa aufgefordert, wirksam jetzt zu unterstützen.
Ich bin dankbar und begrüße den Beschluss des Deutschen Bundestages zur Wiederaufnahme der bilateralen EZ. Wir sind vorbereitet und starten sofort mit einem 80-Millionen-Programm. Good Governance, Landwirtschaft, Ausbildung und Energie sind die Schwerpunkte. Sudan, Äthiopien sind zwei Beispiele einer neuen Aufbruchsstimmung auf dem afrikanischen Kontinent. Die deutsche Ratspräsidentschaft muss Afrika in den Mittelpunkt stellen. Afrika braucht nicht weniger als einen Jahrhundertvertrag mit der Europäischen Union als Nachfolgeabkommen des Cotonou-Abkommens. Wir brauchen eine neue partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und dazu sind sechs Schwerpunkte wichtig, die ich in die Diskussion dieses Vertrages mit der Afrikanischen Union hier einbringen möchte. Erstens, ein neuer institutioneller Rahmen mit einem ständig tagenden EU-Afrika-Rat und der Vernetzung aller Politikbereiche der Europäischen Union und des afrikanischen Kontinents. Zweitens, ein Compact gegen Hunger und Not zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung. Afrika wird sich bis 2050 bevölkerungsmäßig verdoppeln, aber ein Afrika ohne Hunger ist möglich, so wir es wollen. Der geplante Afrika-Ansatz im mehrjährigen Finanzplan der Europäischen Union ist vollkommen unzureichend. Zur Lösung der Herausforderungen auf dem afrikanischen Kontinent ist zumindest eine Verdopplung des Afrika-Haushaltsansatzes notwendig. Kein Beifall, es wird hier anders gesehen, aber das ist meine klare Einschätzung. Wissen Sie, von 5 auf 6 Milliarden den jährlichen EU-Afrika-Ansatz auf die nächsten 7 Jahre festzusetzen, das sind Regentropfen. Da brauchen wir nicht von Handlungsfähigkeit vor Ort sprechen. Drittens, der EU-Green Deal muss auf Afrika ausgeweitet werden. Notwendig ist ein großes Investitions- und Innovationsprogramm. Afrika muss der Kontinent der erneuerbaren Energien werden. Derzeit werden 450 Kohlekraftwerke geplant und gebaut. Ein 2-Grad-Ziel wäre dann für uns alle höchstens schwarze Luft, aber ganz sicher Illusion. Wir wissen, was zu tun ist, aber wir tun es nicht. Viertens, EU-Afrika, notwendig ist ein Migrations- und Zuwanderungsabkommen. Fünftens, wir brauchen eine neue, faire Handelspolitik. Stichwort Lieferketten als Antwort auf die afrikanische Freihandelszone. Handel schafft Arbeitsplätze und Zukunft, meine Damen und Herren. Ich war in Nordost-Nigeria, habe mit ehemaligen Boko Haram-Kämpfern gesprochen, die sagen mir unter 4 Augen, ich hatte nichts, keine Perspektive, keinen Job, kein Geld, kein Essen und mir wurde geboten, $1, Essen und ein Gewehr. Das war mein Einstieg bei Boko Haram. Wir brauchen ein Gegenkonzept, nämlich Entwicklung, Zukunft für die Jugend der afrikanischen Länder. Und sechstens, liebe Sicherheitspolitiker, das werden wir in München vertiefen miteinander, notwendig ist der Aufbau gemeinsamer Sicherheitsstrukturen, eine vernetzte Sicherheitspartnerschaft Europa und der Afrikanischen Union. Der Marshallplan mit Afrika, die Agenda 2063 sind das Zielkonzept und das Umsetzungskonzept. Und ich sage ganz klar, handeln wir nicht jetzt an diesen 6 Punkten entlang, dann werden wir mit gewaltigen Folgeproblemen konfrontiert werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Gerd Müller. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Ulrich Lechte. Sehr geehrte Frau Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Habe ich das innen vergessen? Ja. Das tut mir leid. Woran das liegt? Nicht von der Zeit abziehen, bitte. Das kriegen wir aber schon hin.
Vor zwei Tagen hat die Übergangsregierung des Sudan beschlossen, den gestürzten Despoten Omar al-Bashir an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auszuliefern. Dort wird er sich für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord in Darfur verantworten müssen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Einerseits ist damit international die Botschaft verbunden, dass derart unmenschliche Verbrechen nicht vergessen werden. Wir folgen das Ziel der Gerechtigkeit, auch wenn dazu ein langer Atem nötig ist. Das stärkt auch unsere regelbasierte multilaterale Weltordnung. Andererseits ist es aber auch eine gute Nachricht für den politischen Wandel im Sudan und für die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft im Rahmen der UNAMID-Mission. Es waren ja gerade die Kriegsverbrechen in der Region Darfur, die dazu geführt hatten, dass die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union diese Mission 2007 beschlossen hatten. Und es waren diese Gräueltaten, die ein außerordentliches Engagement der internationalen Gemeinschaft ausgelöst hatten. Mit über 20.000 Blauhelmsoldaten war UNAMID über lange Zeit die größte UN-Friedensmission weltweit. Umso erfreulicher ist es, dass wir mit der Auslieferung des gestürzten Diktators al-Bashir nach Den Haag nun einen ganz erheblichen Erfolg vorweisen können. Wie Sie wissen, wurde die UNAMID-Mission inzwischen erheblich reduziert, wurde hier auch schon erzählt. Es sind insgesamt weniger als 5.000 Blauhelmsoldaten dort. Und wir planen einen Ausstieg aus der Peacekeeping-Mission und den Übergang zu einer Peace-Support-Mission. Ende Januar diesen Jahres hat der sudanesische Premierminister einen Brief an den UNO-Generalsekretär und an den UN-Sicherheitsrat geschickt, in dem er seine Wünsche für eine solche Special Political Mission als Folgemission für UNAMID skizziert. Diese Vorstellungen sind sehr umfangreich und bedeuten auch weiterhin ein starkes Engagement der internationalen Gemeinschaft. Aber ich denke, die sudanesische Bevölkerung hat es nach dem Sturz des Despoten verdient, dass wir sie nicht im Stich lassen, sondern den politischen Wandel im Land weiter unterstützen. Nur ein langer Atem hat uns so weit gebracht und deswegen sollten wir auch jetzt nichts überstürzen. Der Übergang von UNAMID zur Folgemission muss sorgfältig ausgearbeitet werden. Als Mitglied des Sicherheitsrats und als Co-Federführer des UNAMID-Dossiers kommt Deutschland dabei eine besondere Verantwortung zu. Daher hat es mich etwas verwundert, liebe Bundesregierung, dass uns ein Mandatsantrag vorliegt, mit dem die Beteiligung der Bundeswehr nicht wie gewöhnlich um ein Jahr verlängert wird, sondern lediglich um 9 Monate. Ich hoffe und bete, dass Sie das schaffen, in 9 Monaten alles so weit hinzubekommen, dass wir den Abzug machen können und dass wir dann den Übergang gestalten. Da bin ich mal gespannt. Ansonsten wäre es halt einfach gewesen, ein Jahr verlängern. Und falls es dann früher möglich ist, die Soldaten zurückzuholen, sind ja derzeit nur 4 Leute, da hätte man das ja machen können. Also diesen Kniff habe ich nicht ganz verstanden, aber die Abschmelzung auch der Soldatengrenze war gut. Und jetzt zu unserer Position EZ kommt ja gleich Kollege Inderbeek. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulrich Lechte. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Christine Buchholz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich begrüße auf der Tribüne 3 sudanesische Aktivistinnen der hier in Deutschland aktiven Gruppe Sudan Uprising. Es war die große Mehrheit der Bevölkerung selbst, die vor fast einem Jahr den Diktator Omar al-Bashir im Sudan gestürzt hat. Millionen von Menschen gingen für ihre politischen und sozialen Rechte auf die Straße und streikten. Sie haben ihre Revolution gegen Militär und Milizen verteidigt. Das ist die gute Nachricht. Jahrzehntelang wurde der Sudan von Omar al-Bashir beherrscht. Er benutzte Konflikte um Weideland und Ackerflächen in der Provinz Darfur bewusst aus, um einen blutigen Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Ethnien anzuzetteln. Millionen wurden vertrieben, Hunderttausende von Bashirs brutalen Janjaweed-Milizen getötet. Im Rahmen der UN-Militärmission UNAMID wurden Bundeswehrsoldaten nach Darfur entsandt. Es hieß, ein internationaler Militäreinsatz würde diesen Konflikt beenden. UNAMID ist die teuerste UN-Mission aller Zeiten und sie hat den Bürgerkrieg bis heute eben nicht beendet. Die Linke hat diesen Einsatz von Anfang an abgelehnt.
Seit 2016 haben EU und Bundesregierung begonnen, die Kooperation mit dem Diktator Bashir zu suchen. Eine zentrale Rolle dabei spielten die Rapid Support Forces, die Nachfolgemiliz der Janjaweed. Die Motivation von EU und Bundesregierung war so banal wie brutal. Bashir sollte an den Grenzen des Sudan Flüchtlinge aufhalten, die nach Europa wollten. Das war von Anfang an zynisch. Als die Massenbewegung Bashir zu Fall brachte, war es die Rapid Support Force, die ein Blutbad an 100 Demonstranten anrichtete. Heute regiert in Khartoum eine Übergangsregierung bestehend aus zivilen Kräften der Oppositionsbewegung einerseits und militärischen Kräften des alten Regimes, unter anderem dem Chef der Rapid Support Forces, Generalleutnant Daglo, genannt Hemeti. Der Kampf um den politischen und wirtschaftlichen Einfluss im Sudan ist im vollen Gange. Und es mischen Regional- und Großmächte mit, die alle ihre eigenen Interessen im Sinn haben. Das sind ihre Friends of Sudan, unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten, die USA, mehrere europäische Staaten, darunter auch Deutschland. Ich sage Ihnen, keine dieser Mächte sind die wahren Freunde von denen, die die Revolution im letzten Jahr getragen haben. Um das erneute Mandat für den Bundeswehreinsatz zu begründen, beschönigt die Bundesregierung darüber hinaus die Lage in Darfur. So behauptet sie, dass sich die Situation dort mit Ausnahme des Mara-Gebirges stabilisiert habe. Aber es stimmt einfach nicht. Ein Beispiel. Erst im Dezember eskalierte die Lage im Westen der Provinz. Milizionäre der Rapid Support Forces attackierten ein Geflüchtetenlager. Über 80 Menschen wurden getötet, 190 verletzt, Zehntausende flohen. Ein Bewohner des angegriffenen Camps berichtete, Zitat, dieses Ausmaß an Gewalt war wie in den schlimmsten Tagen des Darfur-Konfliktes. Meine Damen und Herren, wie üblich bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr ziehen Sie hier, Bundesregierung, keine ehrliche Bilanz. Und das ist nicht hinnehmbar. Eine verstärkte Wiederaufnahme der Entwicklungszusammenarbeit ist gut. Der hierfür vorliegende Antrag der Bundesregierung ist allerdings eine Ohrfeige für die Demokratiebewegung. Sie tun so, als wenn die Rapid Support Forces gar nicht mehr da wären, obwohl diese führende Position im Staat einnehmen. Und die Linke sagt, es darf keinen Freibrief für die Bundesregierung zur Zusammenarbeit mit eben diesen Kräften geben. Wir fordern in unserem Antrag die Einstellung der direkten, aber auch der indirekten Zusammenarbeit der Bundesregierung und der EU mit dem sudanesischen Militär und den Rapid Support Forces. Die Große Koalition fordert in ihrem Sudan-Antrag, den Zitat wirtschaftlichen Reformprozess zu unterstützen. Das klingt harmlos. Aber es ist nichts als die diplomatische Umschreibung der Forderung des IWF nach Subventionskürzungen auf Weizen, Brennstoff und Medizin. Und erinnern wir uns, genau diese Maßnahmen setzte das Bashir-Regime um. Daraufhin kam es zur Verdoppelung des Brotpreises und zu Massenprotesten. Und anstatt die Schulden aus der Bashir-Zeit mit Hilfe eines Spardiktates auf die Bevölkerung abzuwälzen, wollen wir, dass die Schulden endlich gestrichen werden. Wir wollen eine Entwicklungszusammenarbeit, die an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtet ist und nicht an der neoliberalen Logik des IWF oder den Interessen von deutschen oder anderen internationalen Unternehmen. Wir wollen keine migrations- und sicherheitspolitische Zusammenarbeit, die die Kräfte des alten Regimes stärken. Und wir sagen Nein zur Beteiligung der Bundeswehr an dem UNAMID-Einsatz. Zum Schluss noch eins. Niedersachsen hat aufgrund der beschönigten Lageeinschätzung des Auswärtigen Amtes den Abschiebestopp nach Sudan aufgehoben. Das ist fatal und versetzt viele hier lebende Sudanesinnen und Sudanesen in große Sorgen. Wir sagen ganz deutlich, es braucht einen umfassenden Stopp der Abschiebung in den Sudan. Dafür werden wir als Linke immer weiter streiten. Vielen Dank, Christine Buchholz. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich eine Gruppe, Sie haben es sicher schon gesehen, begrüßen, die im Häs hierher gekommen ist.
Und zwar ist das eine Gruppe der Narrenvereinigung Hegau am Bodensee. Und deswegen im Häs herzlich willkommen. Das ist das Alemannische in der fünften Jahreszeit. Herzlich willkommen hier in unserem Haus. Ja, wir reden gerade, ich begrüße gerade eine Narrenvereinigung und wir reden gerade über die Außenpolitik. Ich spare mir jetzt einen Kommentar. Nächster Redner, Dr. Friedhof Schmidt für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist ein kleines politisches Wunder, was so lange fast unmöglich schien, haben die friedlichen Proteste im Sudan getragen, vor allem von Frauen und der Jugend im letzten Jahr möglich gemacht. Diktator al-Bashir wurde abgesetzt und eine demokratische Transformation eingeleitet. Und vorgestern hat die Übergangsregierung beschlossen, Bashir an den Internationalen Strafgerichtshof auszuliefern. Das ist ein großer Erfolg, auch wenn die Entmachtung der bisherigen diktatorischen Regimes bisher höchstens zur Hälfte gelungen ist. Im Sudan, ich glaube, das muss man ganz klar sagen, existiert heute so etwas wie eine politische Doppelherrschaft. Bashirs bisherige Generäle und politische Vertraute kontrollieren nach wie vor wichtige Sektoren der Staatsmacht. Im aktuellen Übergangsrat finden sich weiterhin einflussreiche Akteure wie Milizenführer Hemdeti, die versuchen, die zivile Regierung zu sabotieren und die in der Tat eine extreme Bedrohung für die Durchsetzung einer vollständigen Demokratisierung darstellen. Und ihnen darf nicht das Feld überlassen werden. Sich das klarzumachen, das ist von zentraler Bedeutung, wenn wir darüber reden, was die internationale Gesellschaft, die internationale Gemeinschaft jetzt tun kann und muss. Die demokratischen Kräfte in der neuen Regierung, die in der neuen Regierung stehen, haben neben dem Kampf um die weitere Demokratisierung ja auch die Aufgabe, die alten ungelösten gesellschaftlichen Probleme des Landes jetzt endlich zu lösen und zu bearbeiten. Der katastrophalen wirtschaftlichen Situation, die gewaltsamen Konflikte in Darfur, in Südkordofan und in der Region Blauer Nil und die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise in der gesamten Region. Umso wichtiger ist es, dass die internationale Gemeinschaft, insbesondere auch die Europäische Union und eben auch Deutschland, die demokratischen und friedensfördernden Kräfte im Sudan ganz gezielt in diesem schmalen Fenster der Gelegenheit, was jetzt politisch entstanden ist, aktiv unterstützt. Und ich glaube, Frau Buchholz, das ist entscheidend und da kann ich nicht verstehen, dass Sie sozusagen dem Gesamtprojekt der Vereinten Nationen ablehnend gegenüberstellen. Es ist eine schwierige Situation, aber genau diese Kräfte müssen eben politisch unterstützt werden. Dazu muss die UNO unterstützt werden. Und deswegen ist es auch das politische Gebot der Stunde, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit mit dem Sudan, die seit über 30 Jahren ausgesetzt war, wieder aufzunehmen. Meine Damen und Herren von der Koalition, es ist gut, dass Sie das auch so sehen in Ihrem Antrag. Allerdings ist bisher nicht klar, mit welchen politischen Bedingungen Sie eine längerfristige Entwicklungszusammenarbeit verbinden wollen. In der Situation der faktischen politischen Doppelherrschaft, in der sich das Land befindet, ist das aber unabdingbar und zentral, wenn wir sicherstellen wollen, dass die Leistungen und die Gelder tatsächlich dem demokratischen Wandel im Land zugutekommen. Deswegen formulieren wir in unserem Antrag Erwartungen an Fortschritte bei Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, der gleichberechtigten aktiven Teilhabe von Frauen und marginalisierten Gruppen am Transformationsprozess, der Gestaltung eines sogenannten Transitional Justice Prozesses, also einer rechtlichen Aufarbeitung der jahrzehntelangen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sudan und auch der Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten im Jahr 2019 und an freie, faire und gleiche geheime Wahlen 2022. Pardon. An diesen Zielen muss sich die Zusammenarbeit orientieren. Deswegen muss übrigens auch Schluss sein mit der falschen Orientierung der bisherigen Politik der Europäischen Union, die das Regime von Bashir
als Stabilitätsanker bei der Eindämmung und Abwehr von Migrationsbewegungen aus Afrika nach Europa bezeichnet und gestützt hat. Und ich sage auch ganz klar, hier vermissen wir bisher eine klare Selbstkritik der Bundesregierung, die diese falsche Politik bis zum Schluss mitgetragen hat. Und wenn man jetzt so tut, als hätte man mit Bashir gar nicht zusammengearbeitet und eigentlich schon immer die demokratischen Kräfte im Lande unterstützt, Herr Außenminister Maas, dann ist das eine wirklich maßlose Übertreibung dessen, was da getan wurde. Es war anders. Liebe Kolleginnen und Kollegen, klar ist für unsere Fraktion auch, dass in dieser Lage die Entscheidung des UN-Sicherheitsrates zur Verlängerung der gemeinsamen Blauhelm-Mission mit der Afrikanischen Union durch ein technisches Rollover richtig ist. Und deshalb unterstützen wir auch die Mandatsverlängerung für den Einsatz der Bundeswehr, so wie wir den Einsatz immer bisher unterstützt haben. Und gerade in Bezug auf die anhaltenden gewaltsamen Konflikte im Sudan besteht jetzt die einzigartige Möglichkeit auf ein umfassendes Friedensabkommen für alle Regionen, in der diese Konflikte stattfinden. Es sind mindestens drei. Deshalb muss das politische Engagement der Vereinten Nationen im Sudan sichergestellt und gestärkt werden, auch mit einem dann neu formulierten Blauhelm-Mandat, was die UNO ja jetzt im März auch vorlegen will. Das sollte Deutschland wirkungsvoll dann politisch unterstützen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Friedhof Schmidt. Nächste Rednerin, Ursula Groden-Kranich für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Afrika ist außen- und entwicklungspolitisch für uns der Kontinent mit den größten, manchmal schier überwältigenden Herausforderungen, aber auch der mit den größten Chancen. Der Sudan hat geografisch bedingt eine Schlüsselrolle in Afrika. Seine Nachbarschaft zu Ägypten, zu Libyen und Äthiopien machen den Sudan zum beispielhaften Brennpunkt diverser Interessenskonflikte, von Flüchtlingsströmen, Milizen und bewaffneten Konflikten. Losgelöst von den eigenen innenpolitischen Problemen, deren Lösung sich langsam abzeichnet, Außenminister Maas und andere haben ja eben darauf hingewiesen. Daraus folgt aber auch, dass jeder Lichtblick im Sudan eine große Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus entwickeln kann, und daher lohnt sich jedes Engagement im Sudan, auch von Deutschland. Bundesminister Müller sagte es eben auch, die eigentliche Arbeit im Sudan beginnt jetzt. Jetzt entscheidet sich die Zukunft des Landes. Und es ist an uns und der Europäischen Union, hier Verantwortung für die Zukunft gemeinsam mit den afrikanischen Staaten zu übernehmen. Ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung unser Engagement im Sudan so ernst nimmt. Sowohl eben das Außenministerium als auch das BMZ. Und ich danke unseren Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz vor Ort. Ich selbst werde im Juni voraussichtlich an einer Delegationsreise mit Staatsministerin Müntefering teilnehmen und bin sehr gespannt auf meinen persönlichen Eindruck der Arbeit von unserem Land und unseren Partnern. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung. Wichtig ist nicht nur, wie wir unseren Einsatz im Sudan für die dortige Bevölkerung gestalten, sondern auch, wie wir mit unseren internationalen Partnern zusammenarbeiten, ob wir uns als verlässliche Teams erweisen, nach innen wie nach außen. Die deutsch-französische Partnerschaft beispielsweise können wir nicht nur im bilateralen Miteinander unserer Länder erproben und festigen, sondern auch und gerade bei gemeinsamen Einsätzen im Ausland. Dass Franzosen und Deutsche hier aufgrund ihrer jeweiligen Systeme und historischen Hintergründe teils unterschiedliche Vorstellungen und Herangehensweisen haben, darf nicht dazu führen, dass die Mission ins Stocken gerät. Denn über die Ziele sind wir schließlich einig, auch in den Vereinten Nationen. Und dieses Thema war gestern auch im Auswärtigen Ausschuss ein
wichtiger Programmpunkt für unsere Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Assemblée Nationale. Und ich fand, es war eine sehr spannende Diskussion, die die unterschiedlichen Herangehensweisen gezeigt hat, aber auch die gemeinsamen Ziele. Das sollten wir viel öfter tun. Ich werbe insofern ausdrücklich dafür, wie es im Titel unseres Koalitionsantrages heißt, den Transformationsprozess im Sudan zu unterstützen, und zwar auf allen Ebenen und mit allen verfügbaren Instrumenten. Mit konkreter Entwicklungshilfe, mit privatwirtschaftlichem Engagement und auch mit der zahlenmäßig ja sehr moderaten Beteiligung deutscher Kräfte an den UN-Missionen UNAMID und möglicher Nachfolgemissionen. Dies ist übrigens auch eine Rückmeldung, die wir aus dem Sudan von NGOs und zivilen Helfern bekommen. Der Aufbau einer stabilen Zivilgesellschaft und Demokratie kann nur mit umfassender demokratischer Bildung gelingen, gerade auch mit der Stärkung von Mädchen und Frauen. Aber zur Absicherung dieses Engagements brauchen wir auch weiterhin den Schutz der Helferinnen und Helfer durch das Militär. Im Sinne eines Responsible Exit wäre es fatal, um jeden Preis auf einen möglichst schnellen Abzug der Blauhelme zu setzen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wenn wir die Mission UNAMID jetzt behutsam beenden bzw. in eine geordnete Folgemission überführen, gibt es eine realistische Chance, die gesamte Region am Horn von Afrika zu stabilisieren. Diese historische Chance sollten wir nutzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ursula Boden-Kranich. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dietmar Friedhoff. Werte Frau Präsidentin, werte Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer auf den Tribünen. Ausgangslage. Der Sudan liegt zwischen Ägypten, Äthiopien und Eritrea. Damit ist ein stabiler Sudan für Deutschland vom großen Interesse, gerade in Bezug zu Terror und Migration. Der Sudan hat derzeit 44 Millionen Einwohner, davon 42 Millionen Muslime und 2 Millionen Christen. Die Bevölkerung des Sudan, Herr Müller, wird bis 2050 auf über 80 Millionen Menschen ansteigen. Die ethnische Zusammensetzung des Sudan ist kompliziert. Araber stehen ethnischen Afrikanern und Muslime stehen Christen gegenüber. Die Scharia gehört zur Rechtsprechung. Den Frauen wird eine untergeordnete Rolle zugewiesen. Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist keine Seltenheit. Ebenso Gewalt gegen Homosexuelle. Auf dem Weltverfolgungsindex für Christen steht der Sudan auf Platz 7, wo Christen wegen ihres Glaubens verfolgt und getötet werden. Darüber hinaus gehört der Sudan zu jenen Ländern in Afrika, in denen die brutale Beschneidung von Frauen noch besonders tief in Tradition und Kultur verankert ist. 87% der 15- bis 49-jährigen Frauen sind im Sudan beschnitten. Die Qual der Mädchen fängt in der Regel vor ihrem 11. Lebensjahr an. Danach beginnt ein lebenslanges Leiden und Schmerzen, die wir uns wohl alle kaum vorstellen können, und auch die Zahl der beschnittenen Mädchen in Deutschland steigt. Der Sudan hat ein massives Umweltproblem, was fälschlicherweise als Klimawandelproblem dargestellt wird. Warum? Katastrophal ist die Abrodung riesiger Waldflächen, was hier die Ausbreitung der Wüste beschleunigt. Nun steht der Sudan eventuell vor einer gesellschaftlichen und politischen Veränderung. Hin zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wäre schön. Im Jahr 2022 soll frei gewählt werden. Die Gesellschaftswende ist zudem bemerkenswert weiblich. Seit al-Bashir gestürzt wurde, sprechen Frauen im Radio über Gleichberechtigung und die rigiden Bekleidungsregeln für Frauen wurden gelockert. Dieses Bild ist jedoch ein Bild aus Teilen der Großstädte und hat mit dem Leben der Frauen auf dem Land doch wohl nur wenig zu tun. Aber immerhin, es scheint sich ja was zu bewegen. Was wollen nun die Anträge erreichen? Die Linken wollen den Militäreinsatz beenden und eine Kooperation mit der Übergangsregierung im Bereich Migration und Grenzmanagement aussetzen. Dafür wollen sie die Abschiebung in den Sudan beenden und den Flüchtlingen in Deutschland eine Bleibeperspektive eröffnen. Die Grünen schreiben gern und viel über Religionsfreiheit, Frauenrecht und Geschlechtergerechtigkeit. Haben Sie annähernd eine Ahnung, wie Sie das in einem archaischen muslimischen Land mit ethnischen Konflikten überhaupt machen wollen? Ein Blick nach Afghanistan, ein kritischer Blick nach Afghanistan, kann hier durchaus helfen.
Der Antrag der CDU/CSU/SPD hat durchaus Entwicklungspotenzial. Der Sudan ist ein Beispiel für die Herausforderung auf dem Chancenkontinent Afrika mit all seinen Facetten. Vom Menschenrecht bis Umweltzerstörung, von Glaubensfreiheit bis Bevölkerungsentwicklung. Unterstützen wir die Wende im Sudan zu mehr Gerechtigkeit, leisten wir humanitäre Hilfe, militärische Beratung, aber benennen wir doch bitte endlich die wirklichen Probleme im Sudan, denn nur das kann sinnvolle Lösungen hervorbringen und vor allen Dingen eins, es schützt die Menschen und vor allen Dingen die Mädchen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Kollege Friedhoff. Nächster Redner, Christoph Matschi für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Veränderung im Sudan, die wir hier gerade diskutieren, die man durchaus historisch nennen kann, die haben einen Grund, und das ist eine mutige und starke Zivilgesellschaft, die für diese Veränderung auf die Straße gegangen ist. Ich habe großen Respekt und große Dankbarkeit für diesen Einsatz. Und an die Kolleginnen und Kollegen, die hier darüber diskutieren, was alles noch nicht geworden ist und die Entwicklung problematisieren, möchte ich zunächst mal sagen, ja, wir befinden uns in einer Übergangsphase. Diese Übergangsphase ist auch noch sehr fragil. Aber die Proteste, das Engagement der Zivilgesellschaft haben es geschafft, dass der langjährige Diktator al-Bashir gestürzt worden ist. Und sie haben es geschafft, dass es eine Übergangsregierung gibt, die zur Hälfte zumindest zivil geführt wird und die Chance gibt auf eine Demokratisierung und dass in 3 Jahren freie Wahlen durchgeführt werden sollen. Ich finde, das ist ein riesiger Erfolg, den wir hier aus Deutschland unbedingt unterstützen sollten. Und da bin ich auch, Herr Kollege Schmidt, ein bisschen anderer Meinung. Ob wir alles mit Konditionalitäten versehen sollten. Wir helfen euch nur, wenn. Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, wo wir der Zivilbevölkerung im Sudan, denen, die unter den dramatischen wirtschaftlichen Bedingungen leiden, ein Signal geben, die Veränderung, die ihr bisher erreicht habt, die wird unterstützt von der internationalen Gemeinschaft. Hier setzen wir alle Hebel in Bewegung, um schnell dafür zu sorgen, dass die wirtschaftliche Lage sich bessert, dass es im Alltagsleben spürbar wird. Das muss doch jetzt unser Ziel sein und nicht die Aufstellung aller möglichen Konditionalitäten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fand es gut, dass Heiko Maas als deutscher Außenminister, als erster europäischer Außenminister unmittelbar nach dem Erfolg der friedlichen Revolution in Khartoum war. Und ich finde es auch ausdrücklich gut, dass Deutschland die Gruppe Friends of Sudan mitinitiiert hat und mitträgt. Wie anders soll man denn die gravierenden Probleme dieses Landes lösen, als unter Einbeziehung wichtiger Nachbarländer, wichtiger Länder, die Einfluss auf die Entwicklung im Iran haben. Da kann man noch so lange theoretisieren, Frau Buchholz. Nein, wir brauchen all diese Länder in der Gruppe Friends of Sudan, wenn wir wirklich etwas zur Verbesserung der Lage beitragen wollen. Und ich will an dieser Stelle auch ganz deutlich in Richtung unserer amerikanischen Freunde sagen. Wir brauchen eine Beendigung der Sanktionen und es muss schnellstmöglich passieren, dass der Sudan von der Liste terrorunterstützender Staaten genommen wird. Denn nur dann können wir auch den Entschuldungsprozess, der für den Sudan so dringend notwendig ist, in Angriff nehmen. Und das ist jetzt das Gebot der Stunde. Einige Kolleginnen und Kollegen waren dabei, als im Oktober, Ende Oktober letzten Jahres eine Delegation der Zivilgesellschaft aus dem Sudan hier in Berlin war und mit uns das Gespräch gesucht hat. Und auch diese Delegation hat uns mit auf den Weg gegeben. Wir brauchen jetzt dringend eure Unterstützung. Wir brauchen klare politische Signale. Und das ist ein wichtiger Grund für den Antrag, den wir heute hier diskutieren, nämlich nach über 30 Jahren die Entwicklungszusammenarbeit mit dem Sudan wieder aufzunehmen und alles zu tun, was man hier aus Deutschland tun kann, um die positive Entwicklung und die Demokratisierung im Sudan zu unterstützen.
Und ich bin froh über die Ankündigung auch von Bundesminister Müller, dass das BMZ schon bereitsteht, dass schon Ideen entwickelt worden sind, sodass, wenn der Antrag heute hier im Parlament beschlossen wird, auch die Arbeit unmittelbar losgehen kann. Denn eins ist doch wichtig, jetzt keine Zeit zu verlieren, nicht an der Seitenlinie zu warten und zu gucken, wie das dort weitergeht und ob das gut ausgeht. Wir wissen am Ende nicht, wie es ausgeht. Das kann heute niemand prognostizieren. Aber was ich weiß, ist, dass wir die Möglichkeiten haben, die Demokratisierung zu unterstützen. Das ist ein Gewinn für den Sudan, das ist ein Gewinn für die ganze Region, aber das ist auch ein Gewinn für uns hier in Deutschland, denn unser Interesse muss es doch sein, Demokratie und Zivilgesellschaft auf dem afrikanischen Kontinent zu stärken. Und deshalb bitte ich um die Unterstützung dieses Antrags. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Christoph Matschi. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Olaf in der Beek. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sudan ist im Umbruch. 36 Jahre nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Sudan und nach 30 Jahren Terrorherrschaft Omar al-Bashirs besteht das Land zumindest die Hoffnung auf einen Neuanfang. Nach dem Sturz al-Bashirs im vergangenen Jahr und der Bildung einer Übergangsregierung hat sich die neue Führung des Landes zu einer Übergangsphase verpflichtet, an deren Ende freie und Wahlen stehen sollen. Die Aufrichtigkeit dieser Bestrebung zeigt sich auch ganz eindeutig darin, dass die Übergangsregierung einer Auslieferung al-Bashirs an den Internationalen Strafgerichtshof zugestimmt hat. Dass auch Deutschland die Entwicklung im Sudan unterstützen muss, daran besteht für uns Freie Demokraten keinen Zweifel. Die Liste der Aufgaben, die vor dem Sudan liegt, ist aber sehr lang. Der Aufbau demokratischer, rechtsstaatlicher Strukturen muss vorangetrieben werden. Weiterhin schwelende innerstaatliche Konflikte müssen gelöst werden. Ein Versöhnungsprozess muss angestoßen werden. Der herrschenden Wirtschaftskrise, Hunger, Armut und Not im Land muss begegnet werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wir im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit einen Beitrag leisten können. Die gegenwärtigen Entwicklungen zeigen, dass die Beteiligung Deutschlands an der gemeinsamen Mission von UN und Afrikanischer Union, UNAMID, richtig und notwendig war. Dafür gebührt den Soldatinnen und Soldaten im Einsatz unser aller Dank. Hierzu braucht es jetzt eine Weiterentwicklung, die auch den Kapazitätsaufbau durch Maßnahmen der EZ einschließt. Kurzum, die bisherigen militärischen, diplomatischen und humanitären Hilfsmaßnahmen müssen zur Unterstützung und langfristigen Sicherung des Friedensprozesses im Sudan um EZ ergänzt werden. Wir brauchen eine Vernetzung dieser Maßnahmen und einen kohärenten Ansatz. Die Wiederaufnahme staatlicher bilateraler Entwicklungszusammenarbeit kann dabei jedoch nur ein Baustein sein und sollte angesichts der sich ständig ändernden Lage im Land wohl überlegt sein. Gerade deshalb halte ich es für unglücklich, dass die Koalition und die Grünen ihre Anträge per Sofortabstimmung heute ins Plenum gestellt haben. Es geht darum, dass wir ein Land unterstützen können, das noch über Jahre, vielleicht Jahrzehnte auf unsere Außen-, Sicherheits- und entwicklungspolitischen Beistand angewiesen sein wird. Da sind sofortige parlamentarische Beratungen wichtiger als über Beschlüsse. Das finden wir schade. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir unterstützen das Grundanliegen der Antragsteller, die Entwicklungszusammenarbeit mit dem Sudan wieder zu ermöglichen. Wir fordern die Bundesregierung auf, auch Möglichkeiten zu prüfen, den Sudan nun auch in die HIPC-Initiative zu begleiten, welche Schuldenerleichterung generieren kann. Da es aber ganz offenkundig keine Strategie zur Vernetzung von Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik gibt, werden wir den Anträgen der Koalition und der Grünen uns enthalten. Ich komme zum Schluss. Anstatt einer Sofortabstimmung wäre die Erarbeitung einer solchen Strategie im Rahmen der parlamentarischen Beratung der nachhaltigere Weg gewesen. Dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die Gremien da. Dankeschön. Vielen Dank, Olaf in der Beek. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Markus Koop.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Juni diesen Jahres feiern wir die Gründung der Vereinten Nationen zum 75. Male, die 1945 als Nachfolger des Völkerbundes gegründet worden sind. Und bei allen Diskussionen, die wir zu Recht auch über Reformbedürftigkeit der Vereinten Nationen führen, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Vereinten Nationen bei der Schaffung und Sicherung von Frieden immer noch das Maß der Dinge sind. Und auch das zeigt sich heute bei unserer Diskussion zum Thema Darfur und der Verlängerung des Mandats für UNAMID. Darfur, eine Region im westlichen Sudan, befindet sich wie der gesamte Sudan derzeit in einem tiefgreifenden Wandel. Der Militärputsch und die Festnahme des Langzeitmachthabers al-Bashir im April des letzten Jahres haben ein erfreuliches Fenster geöffnet, die Lebensbedingungen der Bevölkerung, auch der Darfurs, endlich nachhaltig zu verbessern. Ich begrüße die ergriffenen Maßnahmen, mahne jedoch konsequentes politisches Handeln an und möchte daran erinnern, dass die Mehrung von Sicherheit und Wohlstand nur Gewinner kennt. Noch stehen Korruption sowie hohe Staatsverschuldung einer positiveren Entwicklung entgegen. Der sudanesische Premier Abdallah Hamdok muss seinen eingeschlagenen, hoffnungsvollen Weg fortsetzen, um diese abzubauen. Dabei hat er gewiss die volle Unterstützung des Deutschen Bundestages. UNAMID, um dessen Verlängerung es nun heute wieder geht, der sogenannten hybride Einsatz der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur, wurde erst im Jahr 2007 durch die Vereinten Nationen initiiert, nachdem der Bürgerkrieg bereits 4 Jahre zuvor begann. Im Zuge dieses Krieges wurden nicht nur 300.000 Zivilisten getötet, sondern zudem tausende Menschen vertrieben, zahlreiche Frauen vergewaltigt. Es war eine humanitäre Katastrophe, die dort vor aller Augen geschah und die erst durch UNAMID erfolgreich unterbunden werden konnte. Deshalb ist es eigentlich keine Frage, ob wir unser Engagement verlängern, sondern nur noch, wie wir es verlängern. Die derzeitige Mission ist in ihrer heutigen Größe nicht mehr mit den Anfangsjahren vergleichbar. Im Moment sind in Darfur noch 4 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert. Die Höchstgrenze soll daher ab dem 1. April 2020 auf nun 20 Soldatinnen und Soldaten gesenkt werden. Unsere Soldatinnen und Soldaten nehmen auch in Zukunft vor allem Führungs-, Beratungs- und Unterstützungsaufgaben wahr. Dass das erfolgreiche Ende UNAMIDs bevorsteht, lässt bei guter Hoffnung am Horizont erahnen. Die Frage lautet nur, wann die Mission in Darfur diesen Horizont auch erreicht. Das erneuerte Mandat soll nun noch bis Ende 2020 dauern. Zweifellos muss dennoch im Anschluss an den UN-Sonderbericht über eine Folgepräsenz, darüber ist heute schon mehrfach gesprochen worden, auch beraten und entschieden werden. Am Ende von UNAMID böte sich dann die Gelegenheit, nicht nur für Deutschland den europäischen Fokus in Afrika schärfen zu können. Und es zeigt einmal mehr, dass Sicherheit und Entwicklung nur Hand in Hand gehen können. Und deshalb möchte ich den Rest meiner Redezeit dafür verwenden, ein Schlaglicht auf eine andere Region Afrikas zu richten, denn wir haben auch gestern in der Diskussion zum Thema Verlängerung Mandat in Südsudan auch das Thema Sicherheit in Afrika generell angesprochen. Und da ist eine Region neben Libyen im Moment leider sehr stark im Blicklicht, und das ist die Sahelregion. Und ich glaube, hier sehen wir ebenfalls, was passieren kann, wenn Entwicklung, zarte Pflänzchen der Entwicklungshilfe durch schwierige Sicherheitslagen erschwert werden, teilweise auch unterbunden werden und wieder zunichte gemacht werden. Und deshalb möchte ich an uns alle appellieren, dass wir auch mit den positiven Erfahrungen, die wir im Sudan gemacht haben, den Blick nicht vergessen, auch im Sahel hinzuschauen, was können wir hier tun, was können und was müssen wir unternehmen, um die dortigen Erfolge aus den letzten Jahren nicht kaputt gehen zu lassen, um eine Entwicklung dieser Region auch in Zukunft zu ermöglichen. Ich sehe uns hier als Bundesrepublik Deutschland, aber auch als Europäer in der Verantwortung, dass wir diese Menschen nicht alleine lassen, dass wir auch dort helfen und unseren Beitrag, der ja schon in beeindruckender Weise auch von den Soldatinnen und Soldaten gerade in Mali geleistet wird, dass wir hier schauen, wie können wir unser Engagement in dieser Region weiter stärken, wie können wir die Situation dort verbessern, mit welchen Partnern können wir dies auch kraftvoll erreichen. Denn ich glaube, uns alle eint das Ziel, dass wir in Afrika eben überwiegend den Kontinent der Chancen sehen wollen und nicht den Kontinent der Herausforderungen. Dazu müssen wir unseren Teil beitragen, und das sollten wir als Deutscher Bundestag auch bereitwillig tun. Und deshalb freue ich mich auch auf die weiteren Diskussionen zum Thema Afrika, nicht nur im Auswärtigen Ausschuss, sondern auch in den übrigen Ausschüssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus Koop. Nächste und letzte Rednerin in dieser Debatte, Anita Schäfer für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse zusammen. Es ist wahr, UNAMID gehört zahlenmäßig nicht zu den großen Einsätzen der deutschen Bundeswehr. In ihrer Wirkung ist die deutsche Präsenz dafür aber umso bedeutsamer. UNAMID ist eine gemeinsame Mission von Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union. Deutschland ist das einzige europäische Land, das sich an dem Einsatz beteiligt. Auch deshalb ist die Verlängerung des Mandats von großer Bedeutung. Die Bundesrepublik unterstreicht durch ihre Beteiligung, dass wir internationale Verantwortung übernehmen und das auch militärisch. Gerade im Sudan können wir Erfolge vorweisen. Die Sicherheitslage hat sich im gesamten Land und besonders in Darfur in den vergangenen Jahren verbessert. Unter diesen Bedingungen können wir von einem Peacekeeping zu einem Peacebuilding übergehen. Die internationale Gemeinschaft hat eine klare und überlegte Exit-Strategie. Denn im Herbst 2020 soll die Mission enden. Damit endet aber keineswegs das deutsche und internationale Engagement. Deutschland steht auch weiterhin an der Seite des Sudans. Daher debattieren wir heute nicht nur über die Fortsetzung des Mandats für UNAMID, sondern auch über einen Antrag der Fraktionen von Union und SPD. Mit ihm wollen wir den Transformationsprozess im Sudan unterstützen. Dazu soll die bilaterale politische, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit dem Sudan wieder aufgenommen und ausgebaut werden. Mit diesem Schritt stellen wir sicher, dass der Demokratisierungsprozess im Sudan von einer wirtschaftlichen Stabilisierung begleitet wird. Andernfalls könnte eine Verschärfung der ökonomischen Lage dazu führen, dass das Vertrauen der Menschen in den Übergang und die Demokratie schwere Schäden nimmt. Eine dauerhafte und nachhaltige Stabilisierung des Sudan hilft den Menschen vor Ort und liegt eindeutig auch in unserem Interesse. Als Vorsitzende der Parlamentariergruppe Östliches Afrika habe ich vor 2 Wochen einen Vertreter des Souveränrates sowie Vertreter der sudanesischen Botschaft zum Gespräch empfangen. Wir haben die Situation im Land diskutiert und vor welchen Herausforderungen die Bürger des Sudan stehen. In meinen Gesprächen sehe ich immer wieder den großen Stolz der Menschen und dass sie es auch aus eigener Kraft geschafft haben, die Diktatur von al-Bashir abzuschütteln. Auch mich hat diese historische Leistung des sudanesischen Volkes sehr beeindruckt. Für mich steht außer Frage, dass ein stabiler Sudan in der ganzen Region Ostafrika und die Sahelzone positiv ausstrahlen wird. Im Rahmen der Geberkonferenz des Friends of Sudan im April werden wir aber auch unsere Erwartungen an den Sudan noch einmal verdeutlichen. Ich sehe es als eine wichtige Wegmarke, dass die Regierungsgewalt vollständig in ziviler Hand liegt und das Militär sich aus der Politik zurückzieht. Wir werden im Auge behalten, ob die Regierung in der Lage ist, die Sicherheit und Rechte der Bürger zu schützen. Die Gewährleistung belastbarer staatlicher Strukturen werden wir ebenso begleiten. Nur ein funktionierendes Staatswesen, das Bildung, Gesundheit und die Versorgung der Bürger sichert, sichert auch den Frieden. 1989 hat der Deutsche Bundestag die Beziehung zum Sudan abgebrochen. Das war angesichts der verheerenden Menschenrechtsverletzungen und der Bürgerkriege mehr als gerechtfertigt. Ich sehe es daher als sehr positives Signal, dass der Sudan den ehemaligen Diktator al-Bashir an den Internationalen Strafgerichtshof ausliefern möchte. Das ist ein wichtiger Schritt zur Aufbereitung und Aussöhnung, aber auch eine Stärkung des Völkerrechts und der Menschenrechte. Der Moment ist gekommen, die Beziehungen Deutschlands zum Sudan nach 3 Jahrzehnten wieder aufzunehmen. Dass wir an diesem Punkt gekommen sind, dafür möchte ich auch den Angehörigen der Bundeswehr, den Polizeibeamten und den Entwicklungshelfern danken, die sich vor Ort mit ganzer Kraft einsetzen.
Wir zeigen den Menschen im Sudan mit dem vorliegenden Antrag, dass wir ihren Kampf für Freiheit und Demokratie anerkennen und wir an ihrer Seite stehen. Wir zeigen, dass wir über militärische Einsätze hinaus Verantwortung übernehmen und wir zeigen, dass alle diejenigen, die für die Demokratie einstehen, nicht alleine sind. Darum möchte ich Sie alle bitten, stimmen Sie der Mandatsverlängerung für UNAMI zu und stimmen Sie dem Antrag von Union und SPD zu, die Beziehungen zum Sudan wieder aufzunehmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Anita Schäfer. Ich schließe die Aussprache. Tagesordnungspunkt 9a. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 170-33 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Überweisungsvorschläge, dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 9b, Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 171-18 mit dem Titel Transformationsprozess im Sudan unterstützen, Wiederaufnahme und Ausbau der bilateralen politischen, wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit dem Sudan. Wer stimmt für diesen Antrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Der Antrag ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD und CDU/CSU. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen von AfD und Linke. Und enthalten haben sich die Fraktionen von Bündnis 90, die Grünen und der FDP. Tagesordnungspunkt 9c. Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 171-05 mit dem Titel Demokratisierungsprozess im Sudan unterstützen, Zusammenarbeit mit Militär und Rapid Support Forces beenden. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt, Dankeschön, wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen gibt es dann keine. Der Antrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die Fraktion Die Linke. Dagegen gestimmt waren alle anderen Fraktionen des Hauses. Tagesordnungspunkt 9d. Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 171-23 mit dem Titel Die demokratische Transformation im Sudan unterstützen, Wiederaufnahme der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Sudan auf den Weg bringen. Wer stimmt für diesen Antrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Moment, nochmal. Wer stimmt für diesen Antrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Der Antrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD, der CDU, CSU und der AfD. Und enthalten hat sich die Fraktion der FDP. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Betriebsräte vor mitbestimmungsfeindlichen Arbeitgebern schützen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die Plätze einzunehmen, zu tauschen, Gespräche woanders zu führen.